Hallo, liebe Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für November 2024. Schön, dass ihr wieder oder neu dabei seid, mit hineinschaut in die Energien fürs Jungfrau-Kollektiv, ganz allgemein. Ja, lasst uns schauen, was hier an Schwerpunkt, an Thema für euch diesen Monat sehr wichtig wird. Und ja, schaut natürlich auch später nochmal hinein, denn wir schauen ja jetzt auf eine zukünftige Zeit. Ja, da könnte manches dann erst natürlich später bewusst werden oder verständlicher. Ja, was haben wir hier als Thema? Engel der Zeit, zu viel Arbeit. Ja, guck mal, und das Engelchen, das guckt hier ziemlich streng. Ja, im November scheint es einiges zu tun zu geben. Ja, so die typische Zeit auch gegen Jahresende, wo dann nochmal einiges auch hochgekurbelt wird an Anforderungen. Ja, die Zahnräder, die mahlen, die Mühlen, die mahlen und ziemlich heftig. Aber der Engel der Zeit mahnt dich hier, es ist zu viel. Schau, dass du hier ja sicherlich schon noch durchkommst mit deinen Sachen, aber dass du hier gut auch auf dich achtest, immer wieder auch Zeit für dich nimmst, für deine eigene Stärkung und Stabilität. Wir haben ja die 40 zusammengenommen, ist das die 4. Das erinnert sehr an den Herrscher in der großen Arkana des Tarot und der, ja, steht ja für die Selbstbeherrschung auch, ne? Dass du selber auch Kontrolle hast und alles gut organisierst und managst, so dass du aber eben auch etwas davon hast, ja, und nicht zwischen die Mühlen, zwischen die Zahnräder gerätst und ja, am Ende dann ganz knülle und zermatscht da niederliegst, ja. Ja, sondern hier in deine Kraft kommst oder auch bleibst. Ne? Von daher achte gut hier auf Balance. Ja, scheint hier sehr wichtig zu sein, trotz aller Herausforderungen. Schauen wir. Im Lenormand, was zeigt sich da noch? Ja, also Arbeit ist gut. Ja, aber zu viel Arbeit ist eben ja auch nicht so toll. Ne? Du sollst ja trotzdem in deiner Kraft bleiben, in deiner Macherenergie. Ja, der Herrscher steht für die Tatkraft. Vielleicht bekommst du auch sehr viel Energie im ja, nicht nur sehr viel Aufgaben, sondern auch viel Energie im November und regt es natürlich auch dazu an, dann sehr viel zu machen. Aber schau trotzdem, ne, dass dein Kelch immer wieder auch gefüllt ist und du sozusagen da auch kreativ bleiben kannst, schöpferisch. Ne? Ja, wir holen uns noch das Tarot dazu. Vielleicht darfst du hier auch Aufgaben verteilen. So ein bisschen an die 10 Stäbe auch natürlich. Diese Karte. Wirf Ballast ab, verteil Aufgaben, schau, was jetzt wirklich deins ist und was eigentlich eher anderen als Aufgabe gehört. Da lass denen auch ihre Zuständigkeiten, ist auch wichtig für die anderen natürlich, ja. Aber schauen wir, was ist die Lernaufgabe? Ja, die Sense, die harte Arbeit. Harte Arbeit zahlt sich aus, ja, das schon auch. Aber ja, hier darfst du lernen, vielleicht hier und da auch mal einen Cut zu setzen, hinter etwas, ja, Pause zu machen, dir Unterstützung zu holen. Auch dafür steht die Sense. Hier haben wir den Bube Karo angezeigt, entspricht Bube der Münzen. Ja, hol dir da deine Helferlein dazu, beziehungsweise gerade wenn du auch vielleicht mit irgendetwas neu startest, wisse, es lässt sich nicht alles von heute auf morgen können und perfekt und meisterlich beherrschen. Ja, bis zum König sind es noch einige Etappen vom Bube aus gesehen. Ja, von daher darfst du hier lernen, wirklich auch Pausen zu machen, um dich vielleicht auch eben gerade nicht zu verletzen. Ja,
Denn mit der Sense ist schon auch ein bisschen Verletzungsgefahr angezeigt, ja. Von daher Vorsicht. Ja, Verletzungen sind halt angezeigt mit der Sense und ist vielleicht auch Lernaufgabe, hier noch manche Verletzungen einen Cut zu setzen. Jetzt nicht körperliche Verletzungen, sondern innerlich. Ja, der Bube der Münzen, der zeigt an, dass es um Thema Selbstwert auch gehen könnte. Ja, der vielleicht auch ja, sehr gering ist durch oder geschmälert ist, zumindest auch durch Verletzungen, die dir zugekommen sind, vielleicht auch schon vor längerer Zeit. Ja, in verschiedensten Erfahrungen kann das sein, im beruflichen, ja, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in finanziellen vielleicht, ja, im gesundheitlichen, ja, auch im Thema Zeitmanagement vielleicht, ne? Da darfst du gut auf dich achten, dass du deine Energie stärkst und wieder aufbaust, ja. Ja, aber lasst uns nun mal hier weiterschauen. Was zeigt sich noch? Oh, der Herr. Ja, die Tatkraft. Der Herr steht auch für unsere eigene Tatkraft, aber natürlich auch ein Gegenüber. Egal, ob jetzt Mann oder Frau, ne, das zeigt ein Gegenüber an. Und das kann in jeglichem Bereich sein. Schauen wir gleich mal an, inwiefern. Zweifel. Die Zweifel, zweiter Schwerter, beziehungsweise auch der Frieden, ja, dass da. Also entweder zweifelst du hier tatsächlich an dir selber, an deiner eigenen Tatkraft, ne? Ob du etwas vielleicht auch schaffst, ne? Beziehungsweise wie du es vielleicht auch besser einteilen kannst, noch tatkräftiger sein kannst, ja, oder ob du hier tatsächlich einfach auch mal Frieden halten solltest, also Ruhe in dich kehren solltest. Ne? Bei den zwei der Schwertern ist es immer wichtig, ne, auf das eigene Herz zu hören. Gerade in den klassischen Darstellungen kreuzt die Dame, die da sitzt mit verbundenen Augen, die Schwerter bzw. die Arme vor der Brust und hält in beiden Händen die Schwerter. Also da wird nicht gekämpft, da wird Ruhe gehalten, in sich gegangen, um ja auch vielleicht in Sachen bestimmter Projekte und Ziele, vielleicht auch bestimmter Gegenüber, ne, in Entscheidungen zu finden. Entscheidung ist da gerade nicht möglich, ne? Ja, aufgrund dessen, dass einzige Klarheit, Entschiedenheit eben so ein bisschen in Wackeligkeit geraten ist, weil ja noch eine andere Option hineinkam. Ja, vielleicht kommt ja noch irgendein zweites Arbeitsangebot, Aufgabengebiet hinein oder ja, möchtest du vielleicht auch mit deinem Gegenüber dann mehr Zeit verbringen, fordert dein Gegenüber hier auch so ein Stück weit ja, auch Aufmerksamkeit und Zeit für sich ein und kollidiert das dann vielleicht auch mit deinen eigenen Vorhaben, aber auch Jobansprüchen vielleicht zum Beispiel, ne? Ja, da ist schon wichtig, ne, aufs eigene Herz zu hören. Beim Herrn haben wir hier das Ass. Herz, das entspricht dem Ast der Kelche. Ne? Ja, naja, ist klar. Ne? Wenn hier Liebesbeziehung entweder auch starten soll, ja, dann horch hier einfach gut auf dein Herz oder ne, wenn im Miteinander vielleicht auch gerade so ein bisschen Zwistigkeit herrscht, dann darf hier ja einfach mal auf den eigenen Kelch geachtet werden, beziehungsweise ne, auf die Liebe, die einem Anvertrautes mit auf dem Weg gegeben ist. Ja, auch dafür ist immer wieder Zeit wichtig und notwendig und nährend, hinsichtlich deiner eigenen Tatkraft. Ja, brauchst du hier aber auch nicht zweifeln. Ja, und wenn du über bestimmte Ziele und Vorhaben und wie es weitergehen kann für dich in Zweifel bist, ja, dann ja, nimm dir halt wirklich auch Auszeiten, ruhige Zeiten, so dass du aus dieser Situation von
Sein in zwei Feldern herausfinden kannst. Ne? Also manche Entscheidungen bedürfen dann einfach auch so ihrer Zeit. Ne? Ja, jetzt haben wir hier noch die Wege, ja, die ja auch die Entscheidung anzeigen. Ja, hier kommst du aber dann dadurch vielleicht umso besser in Entscheidungen, weißt, wo es weitergeht, wie es lang geht, wo du vielleicht auch neue Wege beschreiten möchtest, Ziele vielleicht auch korrigieren möchtest oder kommst auch wieder in mehr Sicherheit und Stabilität, Bewusstwerden für dich selbst. Wir haben ja die Dame Karo angezeigt, entspricht der Königin der Münzen. Ja, die ist sich ihres Wertes und ihrer Werte bewusst. Sie hegt sie und pflegt sie, so wie sich selbst und auch eben ihr Umfeld ist da ganz hingebungsvoll dabei. Ja, hier stehst du auch im guten Selbstwert zu dir. Ne? Zweifelst da nicht länger an deiner Tatkraft, an deinen Zielen, an deinen Projekten. Ne? Ja, und da kommt eben auch der Sieg hinein, ja, die Sechs der Stäbe. Erfolg. Erfolgreiche Entscheidungen werden hier getroffen, erfolgreiche neue Wege. Ja, und es kann auch in die Richtung gehen, falls du hier dir unklar bist, ob du mit jemandem zusammenkommen möchtest oder wie es weitergeht. Ja, entweder ist es dann vielleicht schon auch ein Erfolg, ne, wenn man getrennte Wege geht, aber ja, zunehmend mehr bekomme ich bei den Wegen die Message auch rein, dass Wege dann zusammenführen. Ne? Ja, wenn du ganz auf dein Herz hörst, ne, wirst du zur Entscheidung finden, wirst überhaupt diese Chance der Liebe bewusst wahrnehmen können und ja, können hier tatsächlich auch erfolgreich Wege zusammenkommen. Ne? Ja, vielleicht unterstützt sich hier auch jemand oder ne, geht es darum, mit jemand anders zusammenzuarbeiten, auch für den Arbeitsbereich kann das sein. Ja, und das tut dann schon auch gut. Ne? Ja, ansonsten, ja, kommst du hier wundervoll in Entscheidung. Und startest hier ganz neu. Vielleicht geht es auch um Nachwuchs, ja, dass ihr hier euch einig werdet über Nachwuchs, über einen Kinderwunsch, ja, oder überhaupt, dass Neustart miteinander in Gang kommt. Ja, vielleicht auch ein neues Kapitel im Miteinander, mal ein neuer Weg, ne, wo ihr ja vielleicht dann wirklich auch in sehr kreative Energie kommt, ne, euer Leben nochmal miteinander bewusst gestaltet. Ja, vielleicht nach einem Umzug auch, nach einem Zusammenzug. Oder zumindest auch nach einem neuen Kapitelstart überhaupt zusammenkommen. Ja. Gerade auch wenn du dir für deine Tatkraft sozusagen, für dein Tun, für dein Ackern hier auch so ein bisschen Auszeit nimmst oder dir Unterstützung vielleicht auch ranholst, ja, dann geht manches vielleicht auch leichter voran. Kommt wieder neue Lebendigkeit und Neugier und Kreativität hinein. Ja. Entschuldigung, ja, hier haben wir Bube Pik mit angezeigt beim Kind. Naja, und das kann schon vielleicht auch nochmal im Arbeitsbereich, aber nicht nur im Arbeitsbereich, vielleicht auch im persönlichen Bereich ein neues Wissensgebiet sein, was du dir erschließt. Ja, da ein neues Kapitel startest, ganz entschieden, ne, da auch vorangehst und dich vorantastest. Ja, wie die Kinder so sind. Ne? Ein Schrittchen nach dem anderen. Das sind keine der 7 Meilenstiefel, mit denen sie unterwegs sind. Manches ist vielleicht auch noch ein bisschen stolpernd und unsicher, aber ja, ganz unbedarft und neugierig und lebensfroh, offen. Die 3 der Schwerter haben wir hier. Naja, und die sprechen jetzt nicht etwa nur von Kummer und Sorgen und schon gar nicht nur in der Liebe, sondern sie sprechen zunächst davon, dass im Herzen Weisheit gewonnen wird. Ne?
Ja, vielleicht die ganz schlichte Einsicht, Klarheit darüber, auch dafür steht ja der Bube da schwer da, dass eine Klarheit gewonnen wird. Darüber, dass du Dinge anders angehen darfst, eben auch bewusster hier noch auf dich selber achten darfst, ne? Mal Ruhe und Frieden hineinbringen darfst, ins Tun und Machen, ja, vielleicht auch nochmal was neu ordnen solltest, ja, und es dann umso klarer auch vorangeht, ne? Ist interessant, diese Darstellungen hier, ja. Hier haben wir die zwei Schwerter, die sich kreuzen, ja, eben den Waffenstillstand, beziehungsweise auch die Rune Gebu ergibt sich dadurch, ja, die ja für unsere eigene Gabe steht, dafür, dass wir in unsere Mitte kommen und aus unserer Mitte heraus strahlen. Ja, das wird hier vonnöten sein. Von daher, das könnte hier tatsächlich auch eine Auszeit sein für Tatkraft, ja, für Ackern und Tun. Und mit den drei der Schwertern, ja, sehen wir hier, dass dieses dritte Schwert zwischen die beiden anderen fährt und den Zweifel löst. Da wird etwas bewusst und kann in Heilung kommen, ja, in Weiterentwicklung. Die drei zeigt die Weiterentwicklung an für Weiterentwicklung hier für ja auch mentale Herausforderungen und Unentschiedenheiten, Zweifel, ja. Ja, hier kommst du in Heilung, in Herzheilung vielleicht auch, ne, dadurch. Also es startet hier, ich nehme nicht so wahr, dass hier ein neuer Kummer startet, ne? Sondern dass im Miteinander oder nur für dich selbst etwas neu angegangen werden kann, weil du dir Zeit genommen hast, auch zu regenerieren, deine Energie in Balance zu bringen, ja. Mit der 6 haben wir immer so diese Waagekarte, eine Waagekarte angezeigt. Da bei den Stäben ist es die Energie, die Schöpferkraft, die Lebendigkeit, die hier in Balance kommt. Ja, vielleicht hast du Mitte des Monats auch da Urlaub, ja, darfst mal andere Wege gehen. und tank dich das hier wieder auf, bring dich in Balance. Ne? Vielleicht darfst du auch was aussortieren, ja, guten ins Töpfchen, schlechten ins Kröpfchen und bringt das in deine Energie auch wieder gut in Balance und erfolgreiche Stärke. Ne? Ja. Noch eine Dreierkarte, noch eine Entwicklungskarte, die drei der Münzen. Und da wird aus der gewonnenen Weisheit und damit auch Herzheilung, ne, eine Chance auf wundervolle Weiterentwicklungsmöglichkeit, auf Stabilität, dass du deine Sache, deine Kunstfertigkeit, deine Körperenergie und Gesundheit und Kraft und Stärke, vielleicht auch Finanzen, vielleicht auch deine eigenen Werte hier gut in Weiterentwicklung bringst. Ne? Richtung Stabilität. Nachfolgend ist ja dann ja, die 4 der Münzen. Ne? Hier geht es darum, ne, in Stabilität und Stärke zu kommen, in Selbstbewusstsein. Ja, auch dein Selbstwert wird hier gestärkt. Ja. Diese Phase bringt dir eine, eben auch in Selbstwertangelegenheiten, eine Stabilisierung und Entwicklung. Ne. Ja, indem du vielleicht tatsächlich auch bestimmte Dinge cuttest, ne, beendest. Hinter dir lässt, Selbstzweifel hinter dir lässt auch. Ne? Ja, zum Florales-Lenormand gehören Zusatzkarten. Die zeigen alle eine bestimmte Energiequalität an. Aber wir schauen, welche für dich hier diesen Monat denn noch besonders bedeutsam wird.
möchte sich hier zeigen und aufbauen und da möchte sich schon etwas zeigen. Veränderung, ja, die 5. Veränderung kommt hinein. Transformationsmonat, November. Ja, wobei Veränderung eher das Äußere betrifft. Ja, hier an der Unterseite haben wir auch die 3 Unterstützung. Ich lasse es mal mit liegen. Ja, vielleicht bekommst du auch Unterstützung. Ne? Such die dir auch ganz bewusst und konkret. Ne? Die Münzen sind konkrete Energie, konkrete Unterstützung. Ja, vielleicht auch in Sachen Kinderwunsch oder Neubeginn. Wie ihr vielleicht auch neu miteinander kommunizieren könnt, überhaupt, wie du etwas zum Ausdruck bringen kannst, dich selbst, deine eigene Kunstfertigkeit und Gabe oder wie du ja vielleicht auch ja, mit der Arbeitssituation zum Beispiel auch besser zurechtkommen kannst, ne? Wie da sich einfach auch Dinge lösen können. Der Herrscher, der zeigt natürlich auch einen Vorgesetzten zum Beispiel an, ja, da hab keine Scheu, ne, auf deinen Vorgesetzten zuzugehen und hier vielleicht auch nach Lösungen zu fragen, ne? Das Für und Wider mal deutlich zu machen, ne? Wodurch hier dann auch Zerrissenheit vielleicht immer wieder entsteht, ja. Ja, vielleicht da darf da etwas, ne, neue Bahnen auch gelenkt werden. Veränderung. Ja, schauen wir hinein. Was zeigt das Liebesorakel noch an? Das kann eine Botschaft erstmal nur für dich sein, aber natürlich auch für Liebesbeziehungen, sonstige andere Beziehungen. Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Ja, guck mal. Ja, da kommt heilende Energie hinein. Und Manifestation, ja, Tatkraft. Manifestierende Kraft, ja, die ist wichtig, ja. Schau mal, horch in dich hinein, was sind deine Träume, Wünsche, Ziele, ja. Und geh sie entsprechend auch an. Manifestiere sie, nicht nur durchs Tun natürlich, sondern auch durch ja, deine klaren Vorstellungen. Ja. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Von daher, ja, komm klar auf den Punkt sozusagen, was für dich wichtig ist. Ja, hier haben wir noch eine Dreierkarte sozusagen mit der 21. Der Sammler, ja, aus dem schamanischen Seelenorakel. Und ich gebe dieses Mal die Medizin dieser Karte mit auf den Weg, als Wort auf den Weg. Ja, schauen wir doch mal, was da in dem kleinen kurzen Textchen gesagt werden möchte, mitgegeben werden möchte. Das ist noch ganz kurz. Geh nicht zu weit auf der Suche nach den Dingen, die der große Geist doch längst bereitgestellt hat. Übe dich darin, in Vorleistung zu gehen, indem du deine Dankbarkeit schon zeigst, bevor du etwas erhalten hast. Sollte deine Einstellung von Mangeldenken geprägt sein, öffne dein Herz, um über die gegenwärtigen Verhältnisse hinauszuschauen. Die schiere Fülle, die sich dir zeigt, wird dich verblüffen. Teile, statt zu horten. Teile. Teile, ja, jedem auch etwas. Zusammenwirken, Teamarbeit, miteinander, in der Familie. Ja, hier darf Veränderung hineinkommen. Ja, teile deine Zeit natürlich auch bewusst. Ja, ich wünsche dir gutes Gelingen dafür.
Ja, falls du in deine Situation noch näher hineinschauen magst, dann nimm sehr gern ein individuelles Angebot in Anspruch. Dies ist momentan auch noch in der Rabattaktion bis zum 4.11. Da freue ich mich, wenn wir uns hören und sehen und berate dich natürlich auch gern zu den einzelnen Legungsformen, was da für dich und welches Thema vielleicht am günstigsten wäre. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns sonst bald wieder hören und sehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Tara von Tarot Rainbow.